Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automachi 4 auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind hier nochmal bei Alles Käse. Ich habe hier nochmal unseren Bauplan, den wir vorher schon mal hatten, mit reinbezogen. Und genau, hier die Spende Kartoffeln, das war jetzt das, was ich noch umgebaut hatte, dass das zu häufig kam. Ich habe jetzt aber mal, um noch ein bisschen Energie zu sparen, das hier auf Energiesparen gestellt. Das brauchte 9 Sekunden. Das Kochzeit ist dann 7,5 Sekunden hier an der Stelle. Beim Energiesparen. Ich weiß gar nicht, nee, da kann ich nicht Energie sparen. Zutatenzerleger. Da kann ich nichts machen. Und dann habe ich halt die Zeit noch genau darauf auch abgestimmt, dass das alles immer relativ gleichmäßig läuft. Wir könnten natürlich jetzt hier auch noch auf Energiesparen gehen. Und gucken, ob wir dann noch die Gerichte in der richtigen Zeit schaffen. Okay, es ist ja hier richtig. Das machen wir dann mal eher. Ja gut, der Spender ist ja nicht scheißegal, aber er spendet ja sowieso bloß einmal. Das stimmt, der Spender ist ja nicht scheißegal, ne? Der spendet jetzt einmal und dann ist er eh aus. Den muss ich gar nicht so lange anhaben. Das ist shit egal, der kann ja ruhig alle 5 Sekunden das Ding rausschmeißen, weil der macht das ja sowieso. Nur bei den Kartoffelspender, ja, den habe ich jetzt dann nicht mehr dranhängen. Der muss natürlich langsamer sein. Es wurde übrigens gesagt, dass man mehrere Sachen natürlich gleichzeitig machen kann. Das stimmt sogar, also das ist gar kein Problem eigentlich. Das sollte sogar sich ausgehen. Aber hier haben wir das Problem, dass halt eben, also ja, man könnte es hier vielleicht probieren, dass das dann auf einen Grill kommt. Spender dann da dran und dann hier so runter. Das könnte gehen, ne? Dass dann mehrere und dann mit einem Smarten das wieder runternehmen und dann, weil dann hast du mehr Förderbänder drin. Würde Geld sparen, das müssen wir mal probieren. Also ich werde jetzt das erstmal noch mal einmal durchlaufen lassen hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das beschleunigen kann. Ja, das können wir auch beschleunigen. Dann lassen wir das mal schneller durchlaufen hier. Da kommt alle 9 Sekunden was raus. Ah, häufig wird aber Schießbürger hier genommen. Also das mit den Pommes ist gar nicht so oft. Die Frage ist halt wirklich, bleiben wir denn jetzt bei den verwendeten Sachen hier? Wenn das jetzt bloß alle 9 Sekunden kommt, naja gut, hier liegt so viel. Vorrätig. Dann macht er die Kartoffelspalten doch durch. Ah, müssen wir mal gucken. Ob wir jetzt unterhalb der. Also, wir hatten hier jetzt die Energie hatten wir eigentlich im Griff gehabt. Wir haben es jetzt ein bisschen langsamer gemacht. Aber wie wir sehen, das geht trotzdem hier. Bacon Pommes. Naja, wir haben noch mehr als 115 Zutaten verbraucht. Ich weiß noch nicht genau, 117. Zwei weitere. Ah, zwei weitere. Zwei zu viel noch. Ich muss den auch irgendwie steuern können, dass das hier nicht zu viel reinläuft. Ich verbrauche zu viel davon. Davon liegt der 4 Stück auf dem Grill hier. Da füllt er mehrere Förderbänder voll. Das bringt's auch nicht. Das hier dauerhaft produzieren zu lassen, weil die Cheeseburger werden echt viel genommen, ne? Und den Bestellungsleser noch doch für diese Sache hier oben nehmen. Aber dann habe ich hier unten wahrscheinlich wieder zu hohen Energieverbrauch. Ich muss irgendwo 5000 Dollar sparen. Oder den Käse wirklich voll laufen lassen und dann halt eben einen Teiler machen und. Ah, das ist auch Blödsinn. Dann legt er das da drauf die ganze Zeit. Das ist ja Blödsinn. Kann ich die Zerleger? Die kann ich auch anhängen, ne? Und was spare ich denn da? Das kostet ja nicht so viel, so ein Ding hier, ne? 2000 Zutatenzerleger kostet. 1500. Na gut, wir haben 5000 gespart hier. Ne? Das würde einen Roboter bringen. So ein Lesegerät. Kann ich noch irgendwas an der Bauform ändern, dass ich ein bisschen enger hier oben dran komme, dass ich hier noch was sparen kann? Wie breit ist denn das Ding? Den kann ich auch hier oben reinbauen. Aber ich muss mit 3 Zutaten da oben rankommen. Na gut, ich kann ja. Dann kann ich gehen. Dann kann ich den hier erstmal nehmen. So.
Dann soll der nach links legen. Ne, nicht nach rechts, nach links. Genau, dann nimmt er das da runter, legt das da drauf. Bauen wir das schon mal ein. Dann nehmen wir den. Einfach hier hin. Ja, muss der auch nach rechts. Da kommt denn das davor. Da kommt das davor. Da kommt das davor. Da kommt das davor. Hm. So, sparen wir da schon mal wieder Weg. Haben wir schon mal ein bisschen Geld gespart. Zwar nicht viel, sind nur 500, aber immerhin sind 500. Das passt ja schon mal so weit. Hm. Gut. Parken wir den da direkt dran. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal weniger Weg für die ganze Geschichte. Und wenn ich jetzt die Cheeseburger quasi... Ich will es nicht kontinuierlich produzieren lassen. Das kostet mir zu viel Strom. Ich kann den aber nicht kontinuierlich produzieren lassen, weil der würde die ganze Zeit auf den Grill legen. Aber der Grill ist ja gar nicht an. Aber dann legt er vier Sachen auf den Grill. Kann man dem smarten... Was kann ich dem eigentlich sagen? Betriebsmodul geradeaus, alle Lebensmittel aufnehmen, verdorbene Lebensmittel, nicht verdorbene Lebensmittel aufnehmen. Hm, Betriebsmodus geradeaus, links, rechts, okay. Abbruch. Also dem kann ich auch nicht sagen, dass der irgendwie zählen soll, wie viel er schon hingelegt hat, ne? Hm, gut, jetzt haben wir 500 gespart bis jetzt. Das hilft mir jetzt auch nicht so richtig weiter. Wenn ich den Grill dauerhaft laufen lasse, was kostet so ein Grill an Strom? Oh, der läuft jetzt auf Energiesparen, ne? Der braucht 3000 Watt. Automat auch. Okay. Ich muss eins dieser Geräte dauerhaft laufen lassen und trotzdem genügend Strom sparen. Dann kann ich mir aussuchen, ob ich den Fritomat dauerhaft laufen lasse. Weil dann bleibe ich bei den Teilen drin. Aber ich habe es jetzt auf Energiesparen gestellt. Vielleicht langt es ja hin. Wir probieren es einfach mal. Elektrogrill. Kann ich irgendwie das noch steuern? Bacon Pommes kommt zu selten. Hier kann ich aber auch nichts mehr optimieren. Eine Stromspargeschichte her. Das ist schwierig. Ich würde es gerne hinkriegen noch, aber mehrere Sachen auf einem Grill würde auch funktionieren. Dann müsste ich den Grill vielleicht nicht ausmachen, aber das ist auch blöd, ne? Dann kommt vom Spender immer nur das, dann ist der Grill die ganze Zeit an und dann gucken wir, was drauf geht und wie will man das dann sortieren hier? Das ist die große Frage. Ich meine, das könnte ich auch von hier aus da hinlegen, das ist kein Thema. Dass ich dann den Käse hier unten hinnehme, das alles nach oben schiebe, hier den Grill auch nach unten lege und dann von zwei Seiten quasi mit einem Smarten drauflegen lassen könnte. Mal gucken, wie man das machen kann. Also von zwei Seiten muss ein Smarter quasi hier drauflegen können. Ist ja nicht weiter schlimm, das können wir oben drüber machen. So. Dass dann hier quasi der Bacon draufkommt und die Hotdog-Würstchen auf einem und den gleichen Grill drauf sind und dann... Mit der Rest, das probieren wir mal aus, das sortieren wir mal um. Dass die beiden Grills nebeneinander stehen. Jetzt erstmal nebeneinander stehen und dann müssen wir die natürlich dementsprechend umarbeiten. So, dann kommt das wieder hoch erstmal. So, dann kommt das dahin. Das kommt dahin und dann muss der nach rechts. Okay. So, jetzt haben wir hier einen Grill, der genau das kriegt. So. Dann machen wir das dahin. Dann kriege ich den Simple nicht mehr dran, ne? Dann hat man den Grill nach unten.
hinten nehmen, das dahin, der Grill kommt weg. Der würde entfallen. Der kommt dahin, der kommt daran. Und dann, wie mache ich den Elektrogrill dann an? Wann ist der an? Der Dauer an dann für uns? Das, den könnte man denn auf Dauer anstellen. So, du brauchst jetzt noch ein weiteres Förderband. Probieren wir es nochmal aus. Das kann ja nur schief gehen. Mehr ist es ja nicht. Und du musst mal, warte mal, kann ich das noch? Sinnvoll verrücken. So. Naja, sinnvoll verrücken ist anders, aber okay. So. Gut. So, du packst das dann nach links. Ist richtig? Nee. Dann packst du es nach rechts. Ja, das ist richtig. Du packst nach rechts. Wenn da was kommt, packst du es nach rechts. So, gut. Dann wird der Elektrogrill hier rausgenommen. Tonne. Und hier kommt das Ding hin. Einmal bei Bestellung. Okay. So. Dann ist der Grill Dauer an. Gut, der Hotdog, jetzt, das ist jetzt ein bisschen verdreht, aber macht dir nichts. So, du nimmst weiterhin die Hotdogs da runter, musst aber mal ganz kurz gedreht werden. Und natürlich dann nach rechts. Ne, nach links. Okay. Nach links. Okay, so, zwei smarte Roboter nehmen das da ab. So, du kannst das einfach gerade auspacken. Das kommt denn dahin. Der Grill ist jetzt Dauer an. Hier kommt dann ein Speck, wenn Speck kommen muss. Hier kommt ein Würstchen, wenn Würstchen kommen muss. Das wird dann darauf gelegt und ein Hotdog und so. Das wird alles weiterhin gemacht. Und der Grill ist Dauer an. Hm. Wird aber von zweien genutzt und ist ein Grill weniger als sonst. Könnte klappen. Speichern wir mal unter einen zweiten Slot. Und wir haben 1000 Euro weniger ausgegeben als vorher. Starten wir das Ganze mal. Machen wir hier mal gleich Vollgas. So, verbrauchte Energie ist schon mal gar nicht schlecht. Aber wir laufen bei 9000 im Ruhestand. So, jetzt haben wir den Schießdorf hier. Zack, der kommt da raus. Wunderbar, der Elektro läuft immer noch. Dann laufen wir 17.000, 16.000. So, der Bacon geht durch. Was macht das hier für Geräusche? Schießdorf. Oh, ich glaube, wir kriegen nicht mehr alle. Wieso kriegen wir die Cheeseburgs nicht durch? Das ist einfach faul. Ach, okay. Erneut versuchen. Ich sehe schon, was da faul ist. Das kann ja nicht klappen hier. Der legt das in die falsche Richtung. Okay. Jetzt legt er das da oben hin. So, jetzt müsste es klappen. Kein Cheese-Dog fertig geworden. So was Blödes. Weil ich hier den Käse nicht reingelegt habe. Wartet auf Zutaten. Naja gut, jetzt kommt der erste Cheese-Dog. Ah, doch, zusammengesetzt. Sehr schön. Habe ich schon gewundert, was das für ein komisches Geräusch ist. Das kenne ich ja gar nicht. So, jetzt laufen wir hier aber bei ordentlich Energieverbrauch. Also drei kriegst du da nicht dran, ne? Für zwei Produkte kannst du es nutzen, aber drei kriegst du da nicht dran. So, jetzt müssen wir wirklich mal gucken, bei der Energie sind wir jetzt schon über die Hälfte. Du hast ja einen ordentlich Cheeseburger nur geholt und der Elektrogrill tut und tut und tut und wird aber nicht gar nicht genutzt. Boah, wir kommen aus der Energie. Wir schaffen die Energie wieder nicht. Oder? Doch, schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Schaffen wir. Jawohl, also danke nochmal den Tippgeber. Errungenschaft, naiver Maschinencode. Okay. Puh, wir haben es geschafft. Wir haben die Errungenschaft freigeschalten, weil wir diese, das hingekriegt haben. Dankeschön also erstmal an den Tippgeber. Feintuning, alles Käse, hat geklappt. Ich bin begeistert. Ich bedanke mich bei euch für euren Support und für das, dass ihr hier quasi neuer zuguckt und dass ihr dann auch eure Meinung dazu sagt. Dankeschön. Ich bin für jeden Tipp erstmal dankbar. Spoiler nicht unbedingt, aber wenn ihr dann sagt so, hey, wenn du das vielleicht nutzt, also so wie dieses hier, ne, nutz mal deinen Grill vielleicht für mehrere oder nutz mal das und so, dann
nicht sehr dankbar. Gut, also dann, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.